herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jasmin und nicht wundern, ich habe diesen Take wahrscheinlich schon zum 20. Mal gemacht, damit ich flüssig reden kann. Aber davon mal abgesehen, danke, dass du eingeschaltet hast. Schau dir dieses ganze Video bitte bis zum Ende an, auch wenn ich mich ab und zu mal verhaspeln sollte. Tut es mir echt leid. Genau, was ich heute bereden wollte, ist eigentlich so das Thema, wenn du dir einen Vogel zulegen möchtest. Was für eine Art du dir zulegen möchtest, ist ja natürlich jedem selbst im Begriffen. Also ob du dir Zwergpapageien, Wellensittiche, Nymphensittiche oder Großpapageien oder sogar Kakadus zulegen möchtest, das ist natürlich dir überlassen. Aber bevor du dir diese Tiere holst oder falls du diese Tiere schon hast, solltest du einige Sachen wissen. Vögel, also papageienartige Vögel, auch Sittiche oder Kakadus können sehr alt werden. Das Jüngste, was ich weiß, also das Älteste, was ich weiß, ist 20 und von 20 Jahren aufwärts. Also nehmen wir mal an hier, die Agaphornis rosa colli, die da hinten im Käfig sind, die können bis zu 20 Jahre alt werden. Dann haben wir Amazonen, also ich habe Amazonen, die so um die 70 Jahre alt werden können. Das sollte dir vielleicht noch im Hinterkopf bleiben. Diese Tiere brauchen, ja, diese Tiere werden sehr alt. Und Papageien können relativ sehr laut werden, was eigentlich auch noch dazu führt, dass es manchmal das Problem ist und deswegen die Tiere abgegeben werden müssen, weil der Vermieter oder die Mieter sich deswegen aufregen, weil, ja, sie sind laut, glaub mir. Also es kann, es gibt wahrscheinlich irgendwann Videos, wo ich eine Triggerwarnung vorher mache, weil es zu laut wird, dann bitte ich darum, dass ihr einfach mal die Lautstärke ein bisschen weiter runterdreht und ich tue es dann alles mit Untertiteln kommentieren. Davon mal abgesehen, dass diese Vögel alt werden und laut sein können, brauchen sie spezielles Futter, das halt auf diese Art zugeschnitten ist. Du kannst keinen Graupapagei mit Futter von der Amazone füttern oder eine Amazone nicht mit Futter von einem Kakadu, denn diese Tiere sind aus verschiedenen Kontinenten und brauchen dementsprechend auch spezielles Futter. Also nicht nur die Körnermischung, sondern auch halt verschiedene andere Sachen. Ich zum Beispiel habe jetzt vermehrt Amazonen bei mir und die brauchen ein spezielles Futter bzw. eine spezielle Futtermischung, weil sie dazu neigen, ziemlich schnell dick zu werden. Und das ist natürlich nicht so der Wunsch. Wobei Kakadus halt sehr viel, soweit ich weiß, nussartige Früchte, also Nussmischungen essen, weil die es halt eher brauchen. Genau. Hast du ein spezielles Zimmer oder hast du sehr viel Platz für eine Außen-, also für eine Voliere, die ungefähr jetzt für den Chico hier 2 x 2 Meter lang ist? Also 2 Meter lang und 2 Meter breit und 1,90 Meter hoch. Wenn das der Fall ist, ist es in Ordnung. Falls du auch eine Amazone hast, die in einem ein bisschen kleineren Käfig sich wohler fühlt, dann ist das auch in Ordnung. Genau, hast du einen speziellen Tierarzt, den du kontaktieren kannst, falls deine Amazone, dein Papagei, also dein Graupapagei, dein Kakadu, dein Wellensittich, dein Nymphensittich oder was auch immer du hast, hast du dafür einen speziellen Tierarzt? Denn es kann, also nicht jeder Hundetierarzt oder Kleintierarzt hat sich spezialisiert auf Papageien. Papageien zeigen halt, oder Vögel zeigen an sich halt wenig, wann sie Schmerzen haben. Sie sitzen dann zwar apathisch in der Nähe, aber meistens ist es dann zu spät, wenn sowas passiert. Und ja, also der Chico macht gerade komische Sachen, um mich abzulenken. Es tut mir leid. Genau, also es sollte schon mal, bevor du dir diese Tiere holst oder wenn du schon diese Tiere hast, wirklich ein Vogel-Tierarzt in deiner Nähe sein, dem du auch wirklich vertrauen kannst. Ich bin jetzt wieder am gucken, weil mein regulärer Tierarzt zwar für meine Hunde super ist, für das Krallenschneiden der Papageien super ist, aber wenn ich jetzt irgendein spezielles Thema für meinen Vogel hätte, der hätte keine Ahnung. Also suchen wir gerade einen Vogelspezialisten in der Hinsicht. Hast du jemanden, falls du krank werden solltest, was ich dir natürlich niemals im Leben hoffen wünschen würde, hast du jemanden, dem du dein Tier anvertrauen kannst oder den Schlüssel deiner Wohnung anvertrauen kannst, wo du auch wirklich zu 100% sicher gehen kannst,
das Tier gut versorgt ist. Oder der Mensch ist sich in dieser Situation fühlt. Da tue ich jetzt gerade mal ein bisschen aus dem Nebkästchen plaudern. Ich bin mal in Urlaub gefahren, weil ich... Ja, ich bin halt einfach mal in Urlaub gefahren und hatte meinen Schlüssel meiner besagten Person gegeben. Genau. Also ich möchte hier keine Namen, ich möchte niemanden exposen oder wie man das seit neuestem nennt. Also, ich habe den Schlüssel besagter Person gegeben. Besagte Person hat sich eigentlich auch mit den Vögeln eigentlich ziemlich wohl gefühlt. Wollte sie zwar nie anfassen, aber sie hatte halt so in der Hinsicht keine Angst, Futter oder die Tränken zu säubern und zu wechseln. Tja, ich komme nach einem Urlaub, der 1,5 Wochen war, wieder zurück und war eigentlich ziemlich geschockt, denn besagte Person eigentlich sehr aufmerksam ist und sehr reinlich ist. Da dachte ich auch, hey, das wird die auch bei meinen Vögeln sein. Was leider nicht der Fall war, denn die Tränken, die jeden Tag sauber gemacht werden müssen, waren mit so einer Schmierschicht voll. Das hat mir schon echt so einen Hals gegeben. Und ich hatte, bevor ich zum Urlaub gefahren bin, den Vögelchen allen Äpfel und so ein bisschen Obst halt angeboten. Nicht nur Äpfel, sondern auch ein bisschen Banane und so. Das hatte ich denen angeboten. Ja, und als ich dann halt aus dem Urlaub wiederkam, nicht nur, dass die Tränken voller dieser Schmierfilm war, nein, dieses Obst war immer noch in den Käfigen drin und es war verschimmelt. Ja, also damit will ich eigentlich nur sagen, auch wenn du eine Person hast, die du total liebst und die vielleicht auch die Vögel total liebt, hab wirklich jemanden, wo du 100% vertrauen kannst, dass das dann halt nicht verschimmelt irgendwo in der Ecke rumliegt. Genau, worauf wollen wir noch hinaus? Ja, es kann aber auch sein, dass es jetzt zum Beispiel jetzt bei mir der Fall ist, dass du Einzelvögel hast. Einzelvögel bedeutet, dass du Tiere hast, die seit sehr, sehr langer Zeit... Die wollen einfach keinen Partner haben. Also du kannst dir einen riesengroßen Schwarm holen und sie dazusetzen und sie wollen eigentlich überhaupt nichts mit diesen Tieren zu tun haben. Das habe ich jetzt leider diesen Fall mit Chico und Paul. Die zwei, die können sich zwar auch nicht leiden, aber wenn ich jetzt dem Paul ein Weibchen anbieten würde, dann würde das in einer Katastrophe enden. Beim Chico ist es fast genauso der Fall und deswegen habe ich zwei Einzelvögel, die ich jetzt hier sitzen habe, die alle ihre eigenen Ansprüche haben. Das sollte dir auch bitte gewährleistet sein. Also noch einmal, ich mache so eine kleine Liste. Einverständnis oder halt abgesprochen werden, am besten schriftlich, weil sonst können sie sagen, nee, das habe ich nicht gesagt, lasst es euch schriftlich geben, dass sie damit einverstanden sind, dass die Tiere ab und zu mal ein bisschen lauter sind. Schau im Vertrag nach, falls du nach Wohnung wohnst, wo vermietet ist, falls deine eigene Wohnung ist, vergiss es. Aber schau im Vertrag nach, ob das vielleicht gegeben ist, weil nicht jeder Vermieter macht da mit. Also er kann dich zwar auch nicht die Miete kündigen oder so, oder deinen Eltern oder whatever, aber es kann halt schon mal so passieren, dass da so ein richtiger Clinch deswegen ist. Hast du den Platz? Hast du die Zeit dafür, falls du wirklich dann doch zwei Einzelvögel da sitzen hast, dich um jedes Tier einzeln zu kümmern? Hast du den Drang dafür, ein Tier zu haben, das sehr alt werden kann oder das dich sogar überleben kann? Und hast du jemanden, der sich in dem Fall auch, der sich um diese Tiere kümmert? Ja, das muss alles beachtet werden. Oder, ja, ich habe was im Auge. Es tut mir leid, einen Moment, ich mache mal Pause. Jetzt bin ich von der Pause zurück. Tut mir leid, das Auge hat voll gejuckt. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Ja, egal. Hast du jemanden, der sich halt nach deinem Ableben oder wenn du krank bist, im Krankheitsfall oder im Urlaubsfall, wirklich auch mit Herzliebe sich um dieses Tier kümmert? Wenn ja, perfekt. Wenn nicht, dann gibt es irgendwelche Auffangstationen, die gerne sich um dein Tier kümmern würden. Sind deine Familienmitglieder damit einverstanden? Denn jetzt kommt's, jetzt erzähl ich wieder aus dem Nähkästchen. Meine Vögel können meine Familienmitglieder nicht leiden. Ich weiß nicht warum, aber wenn meine Mutter jetzt hier wäre und sie würde hier rumlaufen,
während die Käfige zu sind, dann ist alles in Ordnung. Wären die Käfige offen, dann würde es sein, dass beide Großpapageien anfangen, sie zu beißen. Ich weiß nicht warum, aber es beruht leider auf Gegenseitigkeit. Die können sich alle beide, also Mensch und Vogel, beide können sich nicht leiden. Das kann auch passieren. Ja, und eigentlich war es das auch schon. Also noch einmal, du brauchst einen großen Käfig, du brauchst das perfekte Futter, du bräuchtest einen Tierarzt, der sich mit Vögeln auskennt, ja, und ja, am besten mehr als ein Tier. Freiflug sollte gegeben sein, also in einer Zeit, wo sie frei alles machen dürfen, was sie machen wollen, außerhalb des Käfigs. Natürlich solltest du das auch nochmal beobachten. Und ja, ich weiß immer noch nicht, warum ich so aufgeregt bin. Vorher war das nie der Fall, aber jetzt bin ich. Und dann, ja, eigentlich war es das auch schon. Entschuldigung, ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich hoffe, ich konnte dir da auch, ja, also falls du dich für einen Vogel entscheiden solltest, hast du einen Freund fürs Leben, na, das ist natürlich klar. Falls du jetzt gemerkt hast, oh, das ist doch ein bisschen mehr Arbeit, als es gegeben ist, dann, ja, dann tut es mir leid. Vielleicht guckst du aber trotzdem weiter oder, ja, egal, sorry. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du bis zum Ende geguckt hast und es tut mir echt leid, dass ich immer noch so aufgeregt bin und voll die schwitzigen Hände habe, aus welchem Grund auch immer. Es fühlt sich so, als würde ich jetzt gerade bei der Uni irgendeinen Vortrag halten mit PowerPoint und würde voll abkacken vor meinen Kommilitonen. Genau. In dieser Hinsicht wünsche ich dir einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann du dir das hier anguckst. Und ja, danke, dass du zugeguckt hast und bleib so, wie du bist. Tschüss!